willkommen zu unserem Experience-Vlog. Ich bin heute hier mit Annelina. Hallo. Und wir sind hier auf dem Experience-Festival in Bad Meinberg. Wir werden euch dieses Jahr ein bisschen mitnehmen. Ich war letztes Jahr schon da. Ich dann nicht. Das erste Mal für mich. Genau, aber es war super schön. Auch schon letztes Jahr die ganzen Yoga-Workshops. Und ich will euch gar nicht zu viel verraten. Schaut einfach rein. Ich nehme euch ein bisschen mit dieses Mal und zeige euch, wie es hier so aussieht. Das ist ja ein geiler Raum. Ja, das ist der Blogger-Raum hier. Und wir haben WLAN. Wir haben WLAN. Jackie und die Eva gehen jetzt zusammen mit mir zum Musikteil, also ins Zelt rein, und da kommt halt an Musik. Und ihr wart gerade schon? War's nice? Ja, war super. Ja. Gestern hat super viel Spaß. Habt ihr gedanced? Auf jeden Fall. Okay, dann lass uns jetzt mal zusammen tanzen. Auf jeden Fall. Let's go! Tag 2. Ich bin vor 15 Minuten aufgewacht und jetzt gehe ich direkt zum Yoga mit meiner Yogamatte. Was zu trinken habe ich hier drin in dieser Tasche. Und es ist halt noch der beste Tag, der beste Weg, um den Tag zu starten. Oben, Kopfrichtung, Schienbein. Hoch mit dem Bein. Hände runter. Okay, löst die Hände, bringt sie zum Fußgelenk. Nächste. Es ist wichtig, dass du bei dir ankommst. Ja, Full Range of Motion heißt bis zu meinen Schultern und wieder zurück. Ist der Empfänger deiner Handlung letzten Endes wieder du selbst. Yeah, jetzt habe ich eine Aufnahme von dir. Yeah.
war gerade am Chuck Delicious Stand und habe mit denen voll lang geredet und einfach erzählt, was ich so mache. Und dann hat sie mir einfach diese Hose geschenkt. Und die ist so wunderschön und ich bin auch so, so dankbar. Die Menschen hier sind so, so toll. Buchweizen ist einer meiner Lieblinge zum Beispiel. Habe ich immer in gekeimter Variante vorhanden zum Beispiel. Also frisch keimen geht ganz leicht. Den musst du nur eine halbe Stunde, Stunde einweichen etwa, sonst wird das so sehr schleimig. Dann spülst du ihn einmal durch, packst ihn wieder in eine Schüssel, deckst ihn einfach ab mit einem Tuch und spülst ihn zweimal am Tag durch. Und nach circa 1,5 Tagen hat er einen kleinen Mini-Keimling. Dann ist der absolut verdaulich, kannst ihn so essen schon, roh gekeimt, so wie er ist. Oder ich packe den da automatisch und trockne den durch, dann wird er richtig schön knusprig, ist die Basis für jedes Müsli. Und dann hast du den voll aktivierten Buchweizen, der ein Vielfaches an Vitamin C hat, ein Vielfaches an anderen Vitaminen. Die Nährstoffe sind optimal aufgeschlossen und viel besser verdaulich. Ich gebe dann in meine Schüssel mit dazu. Das ist natürlich hier schon mal ein bisschen vorbereitet, damit es nicht alles viel zu lange dauert. Last time, all those sad stories about our wars and crime. How are we supposed to see the beauty in our lives? If all they show us is death either. To the deep blue sky and watch the sun arise. When I return in a few years from now, a strong tree will stand and the concrete will be gone. Yum, yum. Take you with me. Jetzt stehe ich schon am Gleis hier von Hornbad Meinberg nach Hause nach Düsseldorf. Das Festival ist vorbei, ich habe schon meinen Koffer gepackt und so viele Eindrücke mitgenommen, so viel Yoga gemacht, so viele Sachen gelernt. Wieder ganz andere Sachen als letztes Jahr. Es war wieder einfach einzigartig, so viele wunderbare Menschen, tolle Vibes. Und ich hoffe, ihr habt es genossen, ein bisschen reinzuschauen, ein paar Eindrücke für euch zu sammeln, wie es auf so einem Yoga-Festival so aussehen kann. Und wenn ihr auch Lust habt, hierher zu kommen, dann 2019 wird es wieder im August stattfinden. Kann ich euch sehr empfehlen, mal vorbeizukommen hier in Bad Meinberg zum Festival. Vielleicht sieht man euch ja nächstes Jahr. Und lasst mir doch einen Kommentar da, falls ihr eventuell vielleicht nächstes Jahr kommt. Und ich danke euch fürs Zuschauen und bis nächstes Mal.